Tja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück im Assassin's Creed Remake. Im dritten Teil beispielsweise hier, wo wir jetzt endlich weitermachen mit Evelyn oder Aveline oder wie man sie jetzt aussprechen möchte. Hauen wir mal rein in Liberation. Ah, Aveline. Um Ulloa rauszulocken, treffen wir die Spanier doch da, wo es weh tut. In der Flottille. Zwei Kriegsschiffe liegen im Hafen vor Anker. Wenn denen irgendwas zustoßen würde, Ulloa könnte es nicht ignorieren. Ich sehe mal, was ich machen kann. Okay. Ja, nice. Provozieren wir die Templer wieder mal. Hallo? Kann ich keine Schnellreisepoints verwenden, oder? Ja gut, nee, mit der jetzt definitiv nicht. Ich müsste mich... Ne? Ich müsste mich umkleiden. Aber gut. Ja, warum spiele ich jetzt wieder Liberation? Ja, weil ich habe soweit alles durch, was aktuell war, ist, wie auch immer. Klar, ich könnte jetzt noch andere geile Titel spielen, wie wie hieß der Scheiß? Super Mario Odyssey oder gegebenenfalls also war es Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, glaube ich, ja, war so. Auf der Switch, da hat es ja eine Erweiterung gegeben, aber da bin ich noch lange nicht so weit. Dann hätte es auf der Switch noch Legend of Zelda Breath of the Wild, was ich spielen könnte. Habe ich auch schon eine Folge aufgenommen. Aber ja, genauso auch mit Odyssey. Aber ich dachte mir einfach, wenn ich das bringe, brauche ich dann Zeit für die Spiele. Und dann kann ich nicht irgendwie noch auf der PS4 rumhängen. Deswegen dachte ich mir, ja gut, dann spiele ich jetzt mal diese Spiele noch zu Ende, die ich da gerade habe. Wenn die DLCs rauskommen für One Piece Pirate Warrior 4 oder so, wo wir vielleicht neue Charaktere spielen können, dann warum nicht? Oder Dragon Ball Z Kakarot mit Beerus und so, soll ja auch bald noch erscheinen. Ich hoffe, ich werde davor fertig, aber naja, gut. Und The Witcher habe ich ja auch noch einen Triss Run. Ne? Triss Marigold. Und den möchte ich halt auch ganz gerne noch fertig haben. Ich glaube, das ist Part 8. Außer ich hätte Part 7 schon hochgeladen. Noch nicht hochgeladen. Dann kommt zuerst noch Part 7. Und dann kommt dieser Part hier. Aber ich habe gemeint, ich habe auf meiner HD, also auf meinem Speichergerät, was gesehen? Schnell meine liebreizende Marionette finden, aber ist halt die Frage, ne? Teilen wir den Mastern eine Lektion. Aha. Ich weiß halt nicht, wie ich da jetzt runterkomme. Wir sollten endlich etwas gegen sie unternehmen.
Ich sollte mich einfach rein theoretisch umziehen. Rivalisierender Schneider. Ist klar. Weil ich komme ja nicht mal durch, ne? Also, das ist die nächste Kacke. Umkleidekammer. Überall hat's eine. Teilen wir den Mastern eine Lektion. Also hier durchkomme ich, glaube ich, sowieso nicht. Ja, tut mir leid, ich muss da mal kurz. Ist halt so scheiße, dass man nicht direkt schon in das Outfit, was am besten dazu passt, reingeworfen wird, sondern dass man sich wirklich zuerst die Lage angucken muss und dann sieht man, so komme ich nicht weiter, dann muss ich halt eben, ne, anders an die Chose ran. Aber gut. Ist ja nicht so, als würden wir das nicht bewerkstelligt kriegen. Ach, da ist jetzt so ein Soldi. Betören könnte man den. Ja, nee. Ich hätte schon ganz gerne eine andere Kleidung. Oh. Kann ich ins Wasser? Ich hoffe doch. So. Euch geht's doch zu gut, Ich, die Assassinen schlechthin, werde euch alle kaputt machen. Ohne Wenn und Aber. Ja, und das sind soweit die Highlights, die ich gerade so euch präsentieren darf, kann, wie auch immer. Ich hätte dann auch ein separates Spiel, aber dafür ist der einmal noch nicht gerade Zeit. Kingdom Come Deliverance, irgendwie sowas. Aber, jo. Mal schauen. Ich wollte euch einfach jetzt wieder was aus meinem Repertoire wieder mal bringen, damit das auch endlich abgehakt ist. Und vor allen Dingen, ich kenne Liberation noch gar nicht komplett, ne? Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt und ich bin einfach nur wegen, ja, ja. Und ich bin eigentlich auch nur, weil es wieder neuen Stuff gab, vom Weg abgekommen. Warum bin ich auf Stufe 2? Ja, gut. Und jetzt habe ich nicht den Adler, ne? Ah ja. Ich entkomme gar nicht. Sie entkommt. Verlieren Sie! Sie entkommt! Komme ich da überhaupt ran?
ohne dass die mich entdecken. Hey, hallo, irgendwo so solltest du doch drankommen, ey. Ja gut, also... Eben doch desynchronisiert, weil wir entdeckt wurden. Wie soll das gehen, bitte? Ohne Scheiß. Man merkt, ich bin nicht mehr alte Assassin's Creeds gewohnt, weil... In Odyssey oder Origins hast du einfach nur noch alles niedergemäht. Was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Ja, ja, Sperrgebiet. Du bist auch Sperrgebiet, Kollege. Hä? Also Treffen ist Kunst, Kollege. Ich werde dich hängen, Mann. Mein Problem liegt jetzt sehr daran, wie konnte der mich sehen? Ja. Das ist eher so die Frage. Und der steht da auch irgendwie komisch rum. Auf einmal bewegt er sich einfach mal. Okay. Ah ja. Das hat ja geklappt. Jetzt warten wir noch auf den Kollegen da. Na bitte. Geht doch. Und das Überspringen stresst mich auch. Ihr! Erkennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein! Furie! Harpyie! Medusa! Männer! Überwältigt diese Form! Habt ihr wirklich das Gefühl? Hä? Ey, Alter. So, jetzt reicht's. Au. Ja, ich merke, ich muss mit der Steuerung wieder reinkommen. Die Wachen erledigen. Da ist sie. Folgt ihr. Aha. Da ist sie.
Ja. Das war's. Bitte, bitte, zeig Gnade. Ich mache keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Das war eine komische Explosion, aber gut. Das war jetzt nicht so ganz förderlich, aber okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Truhe. So. 750. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Oder auch nicht. So. Evelyn zeigt sie wieder mal an. Oder auch Evelyn genannt. Also, ich für mich, liebe es halt. Hä? Ich liebe halt die englische Aussprache. Deswegen werde ich immer eher die englische Variante bevorzugen. Ah ja. Habe ich überhaupt, wie gesagt, Schnellreisen freigeschaltet? Ich habe echt keine Ahnung. Weil ich bin mir irgendwie gewohnt, dass ich mit der nur renne. Aber wirklich permanent. Ja, ja, komm, nerv nicht. Jetzt hier runter. Dann hier rein. Taubenschlag oder was? Auch nicht schlecht. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Okay, Friedhof. Ah, ja. Wir haben hier noch einen Aussichtspunkt zu holen. Ja. Oh. Oh. Uiuiui. Das
das wäre fast in die Hose gegangen. Aber komplette Reno. Aber dann komplett. Nee, 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 nee. Bruder. Zum Glück gibt's hier so viele Gassen und Winkel und überhaupt. Ein bisschen Leichen fleddern. Hi. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest. Durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und La Balise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Okay. Aber mal so eine Frage. Ah ja. So gefällt's mir. Und alles. So ist, wie ich das gerne möchte. Und wen sollen wir jetzt hier bestechen? Bitte. Muss ich den töten, oder? Was ist nur so ein scheiß Schmuggler? Oh Mann. Ich hatte gerade wirklich das Gefühl, wir könnten bei dem was Richtiges machen. Aber nein. Hätte gerne mein Kopfgeld gesenkt, aber... Und sehe ich, durfte ich das wahrscheinlich nicht. Da wären wir auf dem nächsten Aussichtsturm. Wunderbärchen. Die nächste Kleidungskabine. Die wir direkt aufmachen werden. Weil, warum nicht? Wunderbar. Denn wenn wir was brauchen, können wir es uns jederzeit hier umkleiden. Und jetzt?
Alles da für einen Hinterhalt. Den Hinterhalt unter 4 Minuten legen. So. Voilà. Na, wunderbar. Wunderbar. Ja, und wie soll ich das jetzt machen? Da bin ich selten dämlich. Aha. Danke. Das hat mir nämlich zuerst nichts angezeigt, oder ich hab's nicht gesehen. Eins von beiden. Das war nie und nimmer 4 Minuten. Sonst kotze ich im Strahl, dann muss ich das Offscreen nochmal neu machen. Und ihr könnt euch eigentlich schon freuen, die Ezio-Trilogie geht weiter. Nur mit dem Unterschied, dass ich keine Spieldaten mehr habe. Und zum Glück habe ich die eine Szenerie schon durch. Ohne Scheiß. Inwiefern? Il y a de plus en plus de gens étranges en ville. So. Wieder schön reinpfeffern. Da haben sie zum Glück den Weg richtig geil hingekriegt. Boah, ist das laut. Ja. Aber nur so kriegen wir das Feeling, wa? Und jetzt? Warten auf den ganzen Scheiß?
sind gefangen. Wir kommen nicht raus. So soll das ja auch. Welches Pulverfass? Ey, willst du mich verarschen? Du kleines Stück Scheiße. Okay. Scheiße. Ja, ich wurde am Anfang zu sehr getoucht, ohne Scheiß. Das war nicht gerade geil. Muss ich jetzt alles von vorne machen? Hallo. Also manchmal verstehe ich die KI nicht. Oder die Steuerung. Nein. Du willst mich verarschen, ne? Okay. Immer zuerst X und dann... Ah, scheiße. Aha. Scheiße, Mann! Ohne Flachs! Das pisst mich so dermaßen an. Ja gut. Connors Tomahawk. Ah ja. So, komm. Das hätte ich jetzt nicht gemacht an eurer Stelle. Ich kann mit normalen Waffen einfach besser kämpfen als mit der Assassin-Klinge. Eieiei.
Bitte, nein, verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt? Oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade. Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht, genießt die trügerische Freiheit. Es ist schon ein bisschen hart, die gute Evelyn, aber die Beweggründe sind mir nicht ganz so geheuer. Warum bestraft sie die nicht? Weil wir haben ja schon mit Altair oder Ezio so einen Vorzeigeassassine gekriegt. Und dann sind wir sowas und naja. Da bin ich halt dann etwas skeptisch. Das wird euch etwas kosten. Ist mir doch egal. Hätte ich fast Berndeutsch wieder gesprochen. Meine Fresse. Ah. So, und jetzt? Warst du erfolgreich? Gouverneur Ulloa gab mir diese Trophäe. Ah, ein wertvoller Fund. Dadurch wird Ulloas Tod zu einem großen Sieg für die Assassinenbruderschaft. Ich wünschte nur, ich hätte es selbst sehen können. Sag mir, was waren seine letzten Worte? Hab Dank für diese Gnade. Was? Soll das heißen, er lebt noch? So willst du mir also deine Loyalität beweisen? Indem du meinen Befehl missachtest? Und unseren Feind laufen lässt? Mein Mentor, aus dir spricht der reine Blutdurst. Wir haben dieselben Ziele. Sklaven befreien, den Feind besiegen, Gerechtigkeit bringen. Nun haben wir die Mittel, um die Mission voranzutreiben. Ich muss dem Feind nach Mexiko folgen. Sofort! Das wirst du sicher nicht tun! Wenn du es nicht einsiehst, dann folge ich meinem Instinkt. Was ist ein Assassine ohne Disziplin? Du wirst deinen Ungehorsam bereuen. Das Risiko gehe ich ein. Oh Mann. New Orleans wird riskiert und der Spur der Wahl zu folgen. Okay, alles wird riskiert. Immer doch. 1769. Interessant. Interessant. Und wir sollen jetzt einfach straight da wieder weg. So ein Motto, ja. War schön hier, aber... wir müssen nach Mexiko. Ja, moin. Aveline, Agathea erzählte von deiner Flucht nach Mexiko. Willst du deine Geschäfte hier aufgeben und die Sklaven in New Orleans? Was ist mit deiner Familie? Mein Vater schickt mich nach Kuba, um dort neue Zulieferer für uns zu finden. Solange ich fort bin, kannst du das Geschäft doch allein weiterführen. Ich muss unserem Feind folgen. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich konnte nicht riskieren, dass du mich aufhältst. Und mehr siehst du nicht in mir? Geschäfte? Befehle? Aveline, du bist mir wichtig.
Gerald, sei nicht böse. Wir müssen doch Arbeit und Gefühle trennen. Ich hätte dir das gern. Da ich dich nicht aufhalten kann, kann ich dir vielleicht noch irgendwie helfen. Nun gut, ich muss auf das Schiff und weiß noch nicht wie. In der Nähe ist ein Lager, wo man Sklaven hält. Sklaven für Mexiko. Du kannst dich unter sie mischen und so aufs Schiff gelangen. Nur muss ich meine Waffen zurücklassen. Wie willst du dich verteidigen? Gut, dumme Frage. Ich bewahre sie bis zu deiner Rückkehr auf. Hab Dank, Gerald. Du bist ein wahrer Freund. Ich glaube, er wollte hören, dass du ihn liebst. Aber gut. So. Wir müssen einmal ins Bettlergewand. Einmal Sklavin wurde gewünscht. Gar kein Problem. Nix, Doucement. Wir müssen da aber straight weiter. Hallo? Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Na bitte. Nicht schwimmen. Ah ja. Und auf das läuft. Beschattungen sind immer so eine Sache. Immer. Und ich darf nicht schwimmen, ne? Was? Sind wir schon drauf? Ja, nein. Ja, nice. So muss das. Nicht schwimmen? Ja, besser geht's ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wo da die Schwierigkeit sein sollte. Easy, my boy. Easy. Aveline glaubt fest daran, dass sie im Treiben ihrer Feinde ein Ende setzen kann. Also widersetzt sie sich dem Befehl Agathes, begibt sich an Bord eines Sklavenschiffs mit unbekanntem Ziel. Dieser Entschluss belastet ihr Verhältnis nur noch mehr. Ja, und? Was soll ich da machen? Kann ich ja nichts machen. Aveline entscheidet, wo es hingeht. Chichen Itza, alles wird riskiert. Yep.
Das ist die Templer-Rekrutenschule. Willkommen, Freunde, zu einem Leben in Freiheit, Produktivität und Frieden. Hier findet ihr keine Ketten, keine Peitschen. Hier bildet ihr eure eigene Gemeinde. Und durch harte Arbeit werden wir zusammen gedeihen. Ah ja. Und das Volk mischen. Ja, nee, ist klar. Aveline! Welch Freude, dich hier zu sehen und das Geschenk unseres Lebens mit dir zu teilen. Doch warum bist du hier? Warst du nicht bereits frei? Als ich hörte, wie wunderbar diese Gemeinde sei, musste ich es selbst sehen. Sind die Gerüchte wahr? Seid ihr so glücklich, wie man sagt? Glücklicher! Die Häuser sind behaglich, das Essen gut und reichlich. Wie im Paradies. Ah ja. Bekommt ihr auch gute Löhne? Wir dürfen hier leben und uns sogar in die Gemeinde einbringen. Ein jeder trägt bei, was er kann. Mehr Lohn brauchen wir nicht. Dann gehört dieses Land der Gemeinde. Vielleicht schon sehr bald, wenn wir unser Soll erfüllt haben. Es heißt, dieses Land sei sehr wertvoll, also dauert es eine Weile. Doch das ist es wert. Und falls ihr abreisen wollt? Das passiert nicht. Niemand würde das je wollen. Keiner ist je gegangen? Psst, du solltest nicht so reden. Das tut hier keiner. Wir sind alle so glücklich. Wir brauchen keine schlechten Gedanken, die doch nur an unserem Glück rütteln. Es war wirklich sehr schön, dich wiederzusehen. Schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Mhm. Oh my goodness. Also, ich gehe dann mal hier hoch. Was sind das für Pokale oder so? Was sehe ich? Das sieht mein goldenes Antlitz. Tagebuchseite erhalten. Maya-Statue erhalten. Ah ja. Maya-Statue erhalten. Und direkt mal den Ausguck anschauen. Ja, nice. Jetzt gibt es hier wieder jede Menge zu farmen, wie es ausschaut. Da eine Tagebuchseite. Jo, genau. So weit kommt's noch. Dass ich mich von sowas. Na. Irgendwie. Fernhalten lasse. So.
halten! Sofort! Ich bin doch gar nicht da. Das soll eine Pyramide sein. Das sieht für mich nicht nach einer Pyramide aus. Aber Safe Call nicht. Hallo? Ah ja. Mit ein bisschen erstklassigem Ale. Oder vielleicht etwas Tabak? Nur hier auf dem stillen Markt. Nein, danke. Oh, hast du dann vielleicht was zu verkaufen? Auch nicht. Dann vergiss, was ich sagte. Oh Mann. Ach so, da darf ich mich jetzt wieder frei rumbewegen. Interessant. Dank. Und was kannst du so? Putzen? Nähen? Kochen vielleicht? Ich gehe eher jagen. Das ist ungewöhnlich. Jedoch findest du dich in guter Gesellschaft. Unsere Grabungsleiterin ist auch eine Frau. Solange du dich gut mit ihr stellst, geht's dir gut hier. Natürlich geht es allen gut hier. Eure Stärke ist unsere Stärke. Wunderbar. Oh Mann, das ist mehr Sein als Schein. Schein als Sein. Uff. Ah ja. Da wäre schon mal das gewesen. Dann haben wir hier den Stuff. Dann und direkt noch eine Meierstatue. Und dann weiter oben sollte der Ausguck sein. Wunderbar. Und so gehe ich halt meistens immer eine Karte ab. In Assassin's Creed. Bevor ich überhaupt was weitermache. Abelin. Ah ja. Dann möchte ich einmal noch hier hin. So. Ja. Wunderbar. Hey, hör auf! Nerv mich nicht, sonst klatscht's. So. Dann jetzt noch in die gegengesetzte Richtung. Gerade kreuz und quer über den Platz.
Schön außenrum. Gefällt mir. Dann haben wir eigentlich schon alles erkundet, was wir so erkunden können. Oh Gott, nee, oder? Muss ich mich jetzt hier wirklich noch irgendwie... Wunderbar. Easy, my boy. Jetzt habe ich alle Meierstatuen. Wofür wir die genau brauchen, keine Ahnung. Wir werden jetzt auch nur noch eine einzige Mission anfangen. Mal gucken, was die von uns wollen. Und sonst machen wir die im nächsten Part fertig. So. Es herrscht kein Materialmangel hier. Vielleicht finde ich genug, um mich zu bewaffnen, damit ich im Notfall bereit bin. Ah ja? Muss ich jetzt klauen, oder was? Ja, dann sollte ich alleinstehend nehmen. Und jetzt? Was? Messer sammeln? Und die werden wo? Na bitte. Holzplanken an der Baustelle finden. Ja, ja. Willst du noch weiter hoch? Dein Ernst? Und jetzt? Eine Muskete finden. Und wo soll ich die bitte hernehmen? Wo soll ich die bitte hernehmen?
Ah ja. Ich muss da ein bisschen warten, ne? Oh oh. Hey! Ich sehe sie nicht. Oh, Scheiße. Pisst mich gerade ein bisschen an, ne? Ah ja. Oh Gott. Also, Teil, ich hasse den Typen. Ohne Scheiß. Darf ich den abschlachten? Ohne Spaß. Den schlachte ich jetzt ab und dann mache ich einfach die Explosion. Bada boom. Fertig. So. Ah. Drecksack. Ohne Scheiß, gib mir das hart auf den Sack. Ah. Jetzt nehmen wir doch gerade deine Muskete. Na bitte. Was haben wir zu uns gebaut? Ein bisschen plump, aber besser als gar nichts. Eine versteckte Klinge. Really? Okay. Ach, auf einmal steht der Kollege wieder und hat seine Muskete wieder. Interessant. Na gut, das war's für dieses Mal. Wir werden uns im nächsten Part weiter hier angucken, was wir denn mit unserer bewaffneten Evelyn machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.